31.070 Neuinfektionen. Leider muss man sagen, man kann jetzt nicht sehr überrascht sein über diese Entwicklung. Es war prognostiziert. Wie sehen Sie derzeit den Trend? Ja, also es war prognostiziert. Wir haben uns eher gewundert, dass wir 7 Tage hindurch Tageswerte von zwischen 15.000 und 17.000 hatten und das eigentlich nicht wirklich gestiegen ist. Also das hat uns mehr gewundert als die 30.000 heute, die wir angenommen haben. Das heißt aber nicht, dass wir morgen wieder noch einmal deutlich mehr haben werden, denn in die Mittwochwerte werden ja die Schultestungen, also die Ergebnisse der Schultestungen vom Montag eingerechnet. Und daher sind eigentlich die Mittwochwerte fast immer die Wochenhöchstwerte. Aber kann man davon ausgehen, dass sogar noch mehr Personen aktuell Omikron haben bzw. an Covid-19 positiv leiden sozusagen? Weil das ist ja nur der nachgewiesene Wert. Ist die Dunkelziffer vielleicht höher? Die Dunkelziffer ist enorm hoch. Denken Sie daran, dass also vielfach die Tests nicht mehr funktionieren und das Contact Tracing schon gar nicht. Das heißt, Personen, die in Kontakt waren mit Infizierten, da fallen sicher ganz viele durch den Rost durch und die echte Zahl liegt sicher deutlich höher. Bis wohin werden wir uns noch bewegen? Werden wir jetzt davon ausgehen können, also vor einer Woche waren es jetzt ca. 15.000 am Mittwoch, es wurde gesagt, wir verdoppeln uns in einer Woche, also heute exakt verdoppelt über 30.000. Werden wir dann in einer Woche 60.000 am Mittwoch haben? Ja, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, irgendwann werden auch die PCR-Testkapazitäten an ihre Grenzen stoßen. Und dann ist die große Frage, ob die Zahlen, die wir erhalten, überhaupt noch der Realität entsprechen oder ob sie niedriger sind und die Dunkelziffer schon deutlich höher ist. Also insofern möchte ich mich nicht festlegen, weil es da sehr viele Fragezeichen gibt auch bei den Einmeldungen und bei den Tests, also möchte ich mich auf keine Zahl festlegen. Ich gehe davon aus, dass wir Ende Jänner oder Anfang, also in der ersten Februarwoche oder letzten Jännerwoche, den Höhepunkt dieser Omikron-Welle in Österreich erreicht haben und danach könnte es hoffentlich langsam wieder runtergehen. Die Tests haben Sie gerade angesprochen, die PCR-Tests sind schon langsam am Limit. Jetzt wurde es von der Bundesregierung heute wieder vorgeschlagen, man soll wieder auf die Antigentests setzen, haben wir in der Vergangenheit aber gehört, die sind nicht so aussagekräftig. Oder ist das besser als nichts? Ja, richtig. Also das ist aus der Not heraus, weil eben die PCR-Testkapazitäten an ihre Grenzen gestoßen sind. In Wien funktioniert es noch. Ich fürchte, es wird auch in Wien irgendwann Probleme geben, denn je höher der Prozentsatz positiver Proben ist, und der wird immer höher werden, desto öfter muss man eben diese Pools von jeweils 10 Proben öffnen und alle 10 Einzelproben dann noch einmal einen PCR-Test unterziehen. Das heißt, das dauert dann länger. Und bedeutet natürlich auch sehr viel mehr Ressourcen. Es ist alles irgendwie bezüglich der Wohnzimmertests, die ja jetzt vorgeschlagen wurden, die sollen ja jetzt gültig sein. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen, wir lassen dem Virus einigermaßen schon freien Lauf. Denn was ich zumindest erwartet hätte bei den Wohnzimmertests, das Allerwichtigste, die Tests, da gibt es verschieden gute, aber ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung gute zur Verfügung stellen wird. Nur das ganz Wichtige ist die Art der Probenentnahme. Und wenn die nicht irgendwie kontrolliert wird, dann bringt der Wohnzimmertest nicht wahnsinnig viel. Aber wie Sie sagen, es ist besser als gar nichts. Jetzt wird morgen im Nationalrat die Impfpflicht beschlossen. SPÖ und ÖVP und auch die Grünen werden dafür stimmen. Neos nur zum Teil, FPÖ logischerweise enthält sich dem Ganzen, wird dagegen stimmen. Ab wann wird uns denn die Impfpflicht was bringen? Weil Sie haben ja schon oft in Interviews gesagt, für die Omikron-Welle kommt das zu spät. Für die Omikron-Welle kommt es zu spät und meiner Ansicht nach wäre es besser gewesen, die Impfpflicht später einzuführen, aus einem ganz klaren Grund. Ich hätte wirklich gewartet auf die beiden
beiden alternativen Impfstoffe, nämlich jenen der Firma Novavax und Valneva. Novavax ist ja bereits zugelassen, aber wird frühestens Ende Februar zur Verfügung stehen. Und Valneva ist noch nicht zugelassen und wird wahrscheinlich Zulassung plus erhältlich sein im April. Und ich weiß, dass einfach viele Menschen, die noch ungeimpft sind, auf diese Impfstoffe warten. Ja, sie aus unlogischen Gründen, aber sie trauen den mRNA-Impfstoffen nicht. Und aus virologischer Sicht, also die nächste, wenn überhaupt, ja, Welle werden wir im Herbst erwarten können. Das heißt, wir hätten ruhig noch die Zeit warten können, um die sicher 5% oder vielleicht sogar mehr an Ungeimpften, die diese beiden Impfstoffe oder einen dieser beiden Impfstoffe haben wollen, auf die zu warten, bevor wir mit Impfpflichtgesetz und Bestrafungen beginnen. Wenn sich jetzt einige dann doch jetzt entschließen, den Erststich vorzunehmen, was bringt denn der Erststich gegen Omikron? Ist man hier zumindest gegen einen schweren Verlauf geschützt? Naja, der Erststich bringt nicht wahnsinnig viel, aber besser als nichts, genauso wie die Wohnzimmertests. Zwei Stiche schützen in etwa 50% vor Hospitalisierung. Haben wir jetzt auch, glaube ich, Daten aus Wien gesehen. Und eine dreimalige Impfung schützt in etwa 70-75% gegen Hospitalisierung. Also das wäre natürlich das Optimale. Also natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, es ist jeder Zeitpunkt gut mit der Impfung zu beginnen, denn sie wird schützen. Immer wieder wurde ja in Aussicht auch gestellt, speziell von Moderna und eben auch von BioNTech Pfizer, dass es einen angepassten Omikron-Impfstoff geben wird. Ab März könnte man ihn sogar ausliefern. Aber in letzter Zeit ist es da etwas still geworden. Man hat jetzt nicht sonderlich den Eindruck, dass die EU da jetzt enorm viel Druck macht, dass da jetzt möglichst rasch dieser angepasste Impfstoff kommt, oder drückt er Schein? Naja, die Omikron-Welle wird zu diesem Zeitpunkt vorüber sein. Das heißt, es stellt sich die Frage, welche Virusvariante wird dann im Herbst und im Winter die dominante sein. Wenn das noch Omikron ist, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann ist es natürlich sinnvoll, dass wir diese angepassten Impfstoffe haben, denn die Antikörperproduktion ist dann einfach wesentlich zielgerichteter. Ja, aber weil generell, also ich sage immer, die Immunität, unser Immunsystem hat zwei Arme. Das eine ist die Antikörperbildung, das andere ist die zelluläre oder T-Zell-Immunität. Und die wirkt viel breiter. Und daher Impfungen gegen verschiedene Varianten oder dreimalige Impfung plus einer Infektion, wenn es einem doch erwischen sollte mit Omikron, wird eigentlich einen recht guten Schutz bieten, vor allem basierend auf dieser zellulären Immunität gegen Omikron, aber auch gegen andere Virusvarianten, die vielleicht noch kommen könnten. Also im Herbst und Winter werden wir wahrscheinlich mit einem adaptierten Stoff gehen müssen. Davon gehe ich aus. Jetzt haben viele schon einen Drittstich eben erhalten im September. Oktober, was raten Sie diesen Personen? Man hört ja aus Israel, die vierte Impfung ist zwar ganz gut, aber schützt jetzt auch nicht unbedingt vor Omikron. Man wird dann wieder auf ein Level gebracht wie nach dem Booster, also nach der dritten Impfung. Was empfehlen Sie hier? Ja, also es gibt unterschiedliche Ansichten derzeit und Studien. Generell sollte man definitiv 4 Monate nach der Drittimpfung auf die Viertimpfung warten. Also nicht früher machen, das ist auch nicht notwendig. Also mindestens 4 Monate warten. Möglicherweise werden wir jetzt sehen, wie es mit dieser Omikron-Variante, wie viele Menschen sich infizieren. Und wenn sie sich infizieren, dann werden sie wahrscheinlich keine vierte Impfung jetzt brauchen. Ich gehe aber davon aus, dass wir dann alle im Frühherbst uns impfen lassen sollten. Also die Älteren müssen jetzt nicht sofort gleich gehen nach 4 Monaten, wenn sie den... Nein, denn es wird eben diese vierte Impfung noch etwas kontroversiell diskutiert. Blicken wir jetzt noch auf die kommenden Wochen und Monate. Ich höre von Ihnen jetzt die ganze Zeit so zwischen den Zeilen nach oben.
Omikron und dann Herbst, Winter. Da haben wir aber noch Frühling und Sommer. Also kann man davon ausgehen, dass Frühling und Sommer dann doch deutlich entspannter werden ohne eine große Welle? Also davon gehe ich aus virologischer Sicht. Aber das Virus hat schon diverse Dinge mit uns gemacht, die wir nicht vorhersehen konnten. Aber normalerweise sollte im Laufe des Frühjahrs sollten die Fallzahlen sinken. Und im Sommer, wenn es genauso ist, wovon ich ausgehe, wie in den letzten beiden Pandemiesommern, dann haben wir im Sommer kaum eine Viruszirkulation und das Problem wird dann wieder im Herbst auftreten und da sollten wir uns vorher impfen lassen. Da dürfte mit der Impfpflicht ja gewappnet sein. Abschließend noch ein Blick nach Großbritannien. Da kommt heute die Meldung, das ist eher politisches Kalkül. Premier Boris Johnson will sich retten und hebt deswegen die unbeliebte Maskenpflicht auf. Ja, die Omikron-Welle scheint in Großbritannien runterzugehen, aber die Zahlen bleiben weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Neuinfektionsniveau. Wie klug ist das, dass man hier einfach jetzt die Masken fallen lässt? Naja, Großbritannien ist in der letzten Zeit einen anderen Weg gegangen, hat enorm hohe Fallzahlen in Kauf genommen, aber damit auch in Kauf genommen, dass zu einer bestimmten Zeit waren 15-20% des Gesundheits- und Spitalspersonals krank. Ja, also ist ausgefallen, also hat da einiges in Kauf genommen und da ist sicher einiges nicht so gut gelaufen, aber es haben auch die Pubs ewig lang offen gehabt und jetzt mit Rücknahme der Maskenpflicht. Ja, also ich glaube eher, das ist eine politische Ansage. Ich halte es nach wie vor zu gefährlich, zu blauäugig in diese Omikron-Welle zu gehen. Wir müssen schon ein bisschen bremsen, solange wir nicht wissen, dass diese Omikron, dieses Virus auch für ältere Menschen, für solche mit Vorerkrankungen nicht gefährlich ist. Solange das nicht ganz klar ist, sollten wir lieber vorsichtig sein. Eine Variante, wo täglich neue Erkenntnisse hinzukommen, aber eins hilft immer, die Maske, sie liegt schon wieder vor Ihnen. Abschließend vielleicht noch einmal ganz kurz, wir haben es schon oft gehört, aber viele wissen es jetzt nicht mehr so ganz genau, wie setzt man sie jetzt konkret auf, dass man hier am besten geschützt ist? Es gibt im Übrigen eine Studie, dass die FFP2-Maske ausgezeichnet auch gegen Omikron hilft. Klar, das ist unabhängig vom Virus. Also man sollte es theoretisch an den beiden Bändern nehmen und dann einfach aufsetzen und nicht zu viel da angreifen, aufsetzen und dann diesen Nasenclips noch einmal festdrücken und wenn man beim Einatmen, wenn die Maske dann entsprechend mitgeht, dann sitzt sie relativ dicht. Und wann weiß man, das war's jetzt, die Maske ist jetzt schon zu lange im Gebrauch, die soll ich jetzt wegschmeißen? Also, wenn die Maske durchnässt ist, verschmutzt oder Schäden hat, mechanische Schäden, dann müssen wir sie austauschen. Sonst können wir, das was wir schon vor 1,5 Jahren gesagt haben oder schon fast vor 2 Jahren, jeden Tag eine Maske. Was ist heute? Heute haben wir Mittwoch. Genau. Also 7 Masken und nächsten Mittwoch nehme ich wieder die Mittwochmaske. Inzwischen einfach trocken irgendwo aufhängen.